Herzlich willkommen hier in Thüringen zu einer weiteren Folge. Ja, LS 19. Wir sind gerade bei, also ich mache gerade Kalk auf meinem Feld 5, wo die Gerste ist. Und im Anschluss wird gleich gedüngt. Und was machst du? Ja, ich mache Holz und Düngen. Oh, so viel. Meine Felder? Sehr lukrativ. Ach ja, ich freue mich auf die Provision. Hier bei Feld 5 gibt es zwei Teiche, kannst mal baden gehen. Aktuell, ja, 17 Grad, das lohnt sich. Oh, mein Holz fährst du gerade zum Sägewerk, sehe ich gerade. Jetzt werde ich meine Kühe versorgen. Bevor dann noch der Tag vorbeigeht, also schon 12 Uhr. Und der Kalk geht weg. Naja, wird der aber vielleicht gerade so rein. Wie viel geht denn da rein, Kalk? Düngersteuer 30.000 Liter. Und die nimmt es weg wie nichts, oder? Ja. Oh, der Berg ist hier so kahl. Oh, alles kahl. Kein Holz mehr. Ja, das wird ja wieder schöner. In 2 Jahren, ne? Du bist ja eine Weile beschäftigt mit Aufforsten. Ja, da brauche ich einen Haufen Setzlinge danach, gell? Ja. Ich glaube, habe hier so ein Ding bei. Da hast du pro Container oder pro Kiste 200 Setzlinge. Statt 20. Kostet aber das gleiche, als wenn du 20 kaufen, also mehr kaufen würdest. Ja, das ist ein gutes Angebot. Also kostet genauso wie wenn du jetzt mehrere Kisten hast, aber brauchst du nicht so oft fahren, ne? Der Puma ist wieder leer. Und der Pum ist auch schon wieder leer, ja? Ein bisschen in die Innen gucken. Der Gewicht von mir? Nö. So, mal gleich nicht vor da gucken, ne? Dann gleich wegen. Ja. Putzen. Und dann die Ballen. Putzen wir gleich und dann machen wir es nicht wieder. Na, erst füttern, ne? Das reicht. So, gleich Wasser geben. Wasser muss ich über den Tag Kuh von da geben. Weil die Wasser dann vertauscht. Aber das macht nichts. Das läuft trotzdem noch voll. So, da haben wir jetzt mal. Also Kühe haben nur Futter. Ja, das reicht. Können wir gleich mal putzen.
heißt mit dem Sammelwagen die Silage aussammeln. Was hier als Mist rauskommt. Schon 1500 Tonnen Silage gesammelt. Die wirst du dann veredeln. Ja. Aber erstmal aufsammeln. Sauber ist es. Zu eng hier. Ich habe mich festgefahren. Das Zehnerfeld, das ist auch nicht gerade klein. Na, das sind die großen auf die Felder. Da ist erst mit einem Tank, glaube ich, einmal rundum gefahren. Ja. Beschäftigt eine Weile, ne? Ja, ich habe ihm gleich direkt den Tankwagen hingestellt zum Nachfüllen. Ja, dann. Ich komme da vorbei, wo wir auch ein paar Liter ab. Mein Güllewagen. Nee, das wird nicht gehen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Geht. Ist nicht vorgesehen, aber ob es geht, ist die andere Frage. Muss ich mal eine Probe nehmen, ob das Dünger überhaupt geprüft ist. Ob es zugelassen ist. Ich weiß ja hier, wenn die Bauern was brauchen, wegen Unkraut oder irgendein Zeug, die brauchen überall eine Zulassung, ne? Muss vorher geprüft werden und also mit dem Scheiß, ne? Bla bla, ne? Und bei dusseligen Testdings da haben sie keinen. Das ist egal. Ich könnte genauso gut eine Glaskugel nehmen. Und dann muss ich einen Würfel machen. Und wenn ich 6 Würfel, ach, ist positiv. Tut mir leid. Ja. Aber so ist das hier. Wenn es in den Kram passt, ist es egal. So, jetzt mal schnell die Ball sammeln. Vom LKW. Traktor. Ohne Anhänger mit Holz. Ich wollte ja mit einer Gabel das sammeln, aber das dauert so lange. Da bist du ja nicht fertig.
ganzen Fußballvereine, die nicht spielen können, ne? Was ist für den ein Verlust, so. So. Ja, das wird noch länger so sein, dass die nicht spielen können, ne? Ja, das ist ein totaler Blödsinn, ne? Weil, genau genommen, wenn ihr jetzt dieses blöde Abstandsgebot immer einhalten wollen, ne? Ja, ne? Dann müssten ja alle, ja, keiner kann mit dem Ball kommen und zum Tor laufen, ne? Muss der Torwart ausweichen, ne? Das nur, wenn du den Ball durch Zufall verlierst, ne? Oder durch Abgeben und so, ne? Ansonsten ist es gar nicht möglich, das Spiel. Ist ja nicht nur Fußball, Handball genau gleich oder Basketball, ne? Ist. Und die haben nicht gerade kleine Gehälter, ne? Also das ist ja hier, geht's ja in die Millionen, ne? Mal sehen, wann das den ersten Aufstand gibt. Du bist ja bereit, eine Weile Ruhe zu geben, ne? Aber wenn der Fußballer sein Geld nicht verdienen kann und die Vereine alle Konkurs gehen, dann ist schon ganz schlecht, ne? Der Spieler wird sicherlich genug Geld haben, normalerweise die richtig guten, ne? Die großen, ne? Aber die vielen kleinen, die brauchen sie ja auch, ne? Man nutzt ja einen Verein, wenn du nur 5 Vereine hast, die noch überlebt haben und der Rest ist Konkurs, ne? Dann können sie ihre Superliga ja gründen. Die großen Vereine in Europa. Was sie immer wollten. Nur vergessen sie aber dabei, dass der Fan nicht immer überall mitreisen kann, ne? Zu teuer. Wenn die im Prinzip alle paar Wochen irgendwo in der Welt umher kutschieren, ne? Weiß ich, hier in London oder Paris. Ja, das wird ganz schön teuer, ne? Oder wäre ganz schön teuer. Ja, da musst du richtig Fan sein, sonst hast du keinen Zweck, ne? Und sonst tust du nicht an. Und wenn du jetzt aber richtig viel bezahlen musst dafür, kannst du ja in der Regel nicht allein entscheiden, was aber jetzt für Familie, ne? So, jetzt habe ich 28 Ballen von der Wiese geholt. Lohnt sich. Oder hat sich gelohnt, sagen wir so. So, fahrt man gleich Richtung. Kann ich eigentlich drauf lassen. Mal abladen, gucken. Aber die werden noch nicht so weit sein. Die brauchen dann mindestens 2 Tage oder 3 zum Silieren. Gras. Besitzer Unicom. Gekauft. Habe ich mein Ding noch nicht gekauft? Diverses. Mein Messgerät. Ja, das Gerät ist für Messen der Bodenfeuchte und zum Beispiel
angezeigt, wie lange der Ball noch braucht, um sie laden zu werden. Das braucht noch genau 45 Stunden. Dann können wir den Ball verwenden für unsere Futteranlage, also 2 Tage noch genau genommen, mehr oder weniger. Also erstmal lagern, stehen lassen. Und nach 2 Tagen könnte man auch eine BGA reinkippen oder ja, oder halt eine Fabrik für Mischfutter, ne? Und das werden wir jetzt ja tun. Aber nicht heute, 2 Tagen. Also irgendwann näher im Sommer näher. Dann werden wir hier eine Halle hinstellen am besten. Da hat er Platz. Können Sie in aller Ruhe fertig gehen. So. Jetzt, ja. Oh, Kalken ist fertig. Das ist gut. Können wir gleich düngen. Tja, fast alle. Aber das ist genau richtig. So, nämlich den ganzen Dreck rausnehmen, Rest. Und dann den Dünger aufladen. Das werden wir mal in Kalk dazugeben. So, wenn wir zurückfahren, werden wir das alles aufladen. Und zwar. So, hier ist ja alles Kalk. Und hier werden wir das abstellen. Jetzt werden wir uns da hinten den Dünger aufladen. Und möglichst alles. Und Zauberhand mit R. Oh. Da war nicht viel drin, eine Rutte. Das war ein Rest. Der war auch nicht voll. Jetzt können wir gleich die Wiese schön düngen. Aber düngen ist noch gar nicht. Oh. Na gut, ist halt ein erkauftes Feld, da war nicht fertig. Gepflügt war ja auch nicht, und das müssen wir nächstes Mal machen, zum Herbst. Aber das schaffen wir schon noch. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt man tschüss und winke winke, ciao, ciao. Ja, wir machen morgen weiter mit Düngen. Tschüss.